abgefahren, ja. Aber auch, weil alle, die sagen, lass mich in Ruhe mit Religion, Aristoteles, der sagt, aha, deine Berufung ist dort, wo deine Talente, die Bedürfnisse der Zeit treffen. Die alten Griechen sagen, know yourself, wie ihr es in der Einladung drin habt, auch für einen Kongress, ja. Das Orakel von Delphi, also Leute, die mit einer Suchspannung kommen und sagen, was ist mit mir? Kann man das jemand sagen? Eine dritte externe Autorität, und die sagen, ja, erkenne dich selbst. Ja. Okay, und wenn, ich glaube, dass wir uns nie ganz durchdringen können und erkennen können, dass das Menschsein ist auch ein Mysterium gewissermaßen. Und da bin ich sehr versöhnt mit dem Geheimnis. Ja, das ist ja auch wichtig. Das ist auch ein Problem der Aufklärung, dass eben dogmatische Naturwissenschafts Hegemone, sage ich jetzt einmal, die sind ja nicht versöhnt mit dem Mysterium. Und das ist nicht notwendig. Du kannst also natürlich exzellente Naturwissenschaft betreiben, siehe Zeilinger, als Absolut. Nobelpreisträger, und trotzdem mit dem Mysterium Menschsein versöhnt sein.